الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله. Dies ist nun die vierte und letzte Khutbah über die Folgen und Auswirkungen des Imans. Und genauso wie es hier die letzte Khutbah ist, so handelt sie auch um die Auswirkungen des Imans auf die letzten Momente des Menschen in seinem hiesigen Dasein. In den letzten Atemzügen des Menschen, in diesem entscheidenden Moment, in den Momenten des auftretenden bitteren Todes, ein Moment, in dem nur die Gläubigen standhalten, an einem Tag, an dem die Zunge nicht mehr so frei ist, würde der Abscheidende frei sprechen können, würde er vielleicht vom Rausch des Todes schreien, würde er sich frei bewegen können und nicht wie angekettet sein, würde vielleicht niemand mehr auf seinem Bett, sondern irgendwo in der fernen Weite sterben. Es sind Momente, die selbst der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aushalten musste. Er kommt aus seiner Bewusstlosigkeit und sagt, La ilaha illallah, der Tod hat seine Trunkenheit. Amr ibn al-As, in seinen letzten Momenten, er beschreibt den Tod wie folgt. Er sagt, bei Allah, es fühlt sich so an, als würde der Berg Radwa auf meinen Schultern lasten, mein Inneres mit Dornen gefüllt sein. Und es kommt mir so vor, als ob meine Seele aus der Öffnung einer winzigen Nadel gezogen wird. Es kommt mir so vor, als ob der Himmel und die Erde einander gepresst werden und ich mich zwischen ihnen befinden würde. In diesen brenzligen Momenten kommt die Frucht des Imans und der Überzeugung. Und Allah gibt dir das Aussprechen der Shahada La ilaha illallah ein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wessen letzte Worte in dieser Welt La ilaha illallah waren, der geht ins Paradies. Wer diese Worte verstanden hat, sie aufrichtig ausgesprochen hat und ihr entsprechend handelte. Wir alle sind uns dessen gewahr, dass das Ende deiner Taten, die letzten Kapitel deiner Lebensgeschichte, ausschlaggebend sind. So ist es auch auf der Welt. Zählen tut dein letztes Zeugnis. Dein letzter akademischer Grad, die Zeugnisse der 4., 5. und 6. Klasse interessieren keinen. Der Scheideweg zwischen dies und jenseits ist aber, dass der Abschluss zwar entscheidend ist, aber der Abschluss hängt oft von den Anfängen ab. Oder lass mich das anders ausdrücken, der Abschluss ist das Erbe der Anfänge. Die Anfänge diktieren das Ende, aber es sei denn, Allah möchte etwas anderes. Darum lass die Veränderung nicht warten. Rede dir nicht ein, ich werde mich ändern, wenn ich älter bin. Ich werde die Krümmungen wieder zurechtbiegen, wenn ich meine Wünsche erfüllt habe. Das ist unvernünftiges, in Anführungsstrichen, Denken. Oft tun wir Dinge, über die wir wissen, wir sollten sie nicht tun, aber stürzen uns mit eigenen Händen in unser Verderben. Warum ist das so? Unter anderem, weil wir uns auf die Vergebung Allahs verlassen. Und das muss behandelt werden. Und die Behandlung besteht darin, darüber nachzudenken, dass alles, was kommen muss, nah ist. Und wer Pflichten aufschiebt, der gründet seinen Aufschub auf etwas, das ihm gar nicht zusteht und nicht garantiert ist. Das weitere Bleiben ist doch nicht garantiert. Und vielleicht bleibst du ja noch lange, aber wirst nicht mehr in der Lage sein, zu unterlassen. Vielleicht ist es heute einfacher als morgen. Du schaffst es heute nicht, dich zu verändern, weil die Gelüste oder Ängste da sind. Sie sind doch morgen genauso da, wie sie es heute sind. Weißt du, wie das Gleichnis einer Person ist, die diese Einstellungen hat? Wie jemand, der einen unerwünschten Baum ausreißen muss. Er sieht aber, dass er nur schwer zu beseitigen ist, nur schwer von der Stelle bewegt werden kann. Und er sagt zu sich, ich lasse ihn mal für ein Jahr und komme nach einem Jahr wieder zurück, dann fälle ich ihn. In einem Jahr wird der Baum seine Wurzeln tiefer geschlagen haben und du selbst wirst schwächer geworden sein. Kennst du die Macht der Gewohnheiten? Wie willst du das alles aufschieben? Die Gewohnheiten sind der Baum, sie schlagen ihre Wurzeln immer tiefer in deine Seele. Umso länger du wartest, umso schmerzhafter wird die Fällung sein. In den letzten entscheidenden Momenten werden die Gläubigen sich auf die Rückkehr zu ihrem Herrn freuen. Sie wissen, dass es die letzte Frust, die letzte Anstrengung, die letzte Mühe sein wird. Nicht nur das, sie werden von den Engeln empfangen. Allah Ta'ala sagt, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf recht verhalten,
auf sie kommen die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Umar ibn Abdul Aziz liegt im Sterben und er sagt, willkommen seien die Gesichter, die weder zu den Menschen noch den Dschinn gehören. Dann befahl er den Anwesenden, ihn allein zu lassen und las die Aussage Allahs, dies, das ist die jenseitige Wohnstätte. Wir bestimmen sie für diejenigen, die weder Überheblichkeit auf der Erde noch Unheil begehren. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen und er stirbt. Ein anderer liegt im Sterbebett und die Anwesenden fordern ihn auf, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Er war ein frommer Mann, er las die Aussage Allahs. O wüsste doch mein Volk davon, dass mein Herr mir vergeben und mich zu den Geehrten hat gehören lassen. Allah festigt diejenigen, die glauben durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Doch Allah lässt die Ungerechten in die Irre gehen und er tut, was er will. Im Gegenzug sehen wir diejenigen, die keinen Iman hatten, deren Umgang mit Allah nicht gerecht war. Diese werden von Enge, Bedrängnis und Unstandhaftigkeit geplagt. Abdul Aziz ibn Abi Rawad erzählt, ich besuchte einen Mann, der im Sterben lag. Man sprach ihm das Glaubensbekenntnis vor. Das war jemand, der das tagtäglich ausgesprochen hat. Und das Letzte, was dann von ihm kam, bevor er davongegangen war, er sagte, ich verweigere diese Worte. Ich erkundigte mich über diesen Mann und man sagte mir, er war Alkoholiker. So verraten die Sünden den Menschen in der brenzligsten Situation. Das Leben ist kurz und jeder Atemzug kann dein Abschluss sein. Denn auch die vielen Atemzüge werden einen letzten haben. Der Mensch stirbt, wie er gelebt hat und wird erweckt, wie er gestorben ist. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, mir erzählte jemand, der bei einem im Sterben liegenden Bettler anwesend war, dass man ihn zum Aussprechen des Glaubensbekenntnisses aufforderte, er aber nur folgende Worte aus sich herausbrachte, einen Groschen für Allah. Zu den Folgen des Imans gehört es, ruhig und standhaft im Grab zu sein. An dem Tag, an dem du ganz alleine ins Grab geschmissen wirst, ohne Freund, ohne Gesellen, ohne Verwandte, ganz allein. Von einem auf den anderen Tag kommst du von der Erdoberfläche ins Erdinnere, aus deinem weichen Bett in den feuchten, kühlen und dunklen Boden. Und du wirst jedenfalls bedauern. Warst du dienlich, wirst du bedauern, nicht noch mehr gemacht zu haben. Und warst du von denen, die ihre Lebenschancen versäumt haben, dann wirst du die Versäumnis bedauern. Selbstverständlich bringt das Bedauern hier aber nichts mehr, denn der Zug ist bereits abgefahren. Der Mu'min wird begnadet in diesen Momenten und Allah gibt ihm die Antwort zu den Fragen im Grab ein. Dann wird ihm ein Schacht zum Paradies geöffnet. Der Iman zeigt sich auch am Tage der Auferstehung, am Tage, an dem die Gräber aufgeschüttet werden, am Tag, an dem manche strahlen werden und andere verdunkeln. An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand läge. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Am Tag, da jeder über sein Leben gefragt wird, worin er es verbracht habe, über seine Jugend, worin er sie investiert hat, über sein Vermögen, wohin, woher und wohin, über sein Wissen, was er damit gemacht hat. Am Tag, an dem Allah alle Geschöpfe versammeln wird und auch du wirst unter ihnen stehen, ängstlich, eingeschüchtert, entkleidet, dann wird Allah zu Adam sagen, O Adam, führe die Insassen des Feuers aus der Menge. Er wird sagen, wie viele, mein Herr? Er wird sagen, von jeder 1999. Über diesen Tag sagt Allah, an dem Tag, da ihr es seht, wird jede Stillende aus Entsetzen übersehen, was sie soeben gestillt hat. Und jede Schwangere wird mit dem niederkommen, was sie trägt. Und du siehst die Menschen trunken, obwohl sie nicht betrunken sind, aber die Strafe Allahs ist streng. Dann aber wieder wird der Iman eintreten. Wenn die Register vorgeführt werden, Seite für Seite, Wort für Wort, Tag für Tag und Minute für Minute, alles Kleine oder Große wird vorgeführt. Und dann kommt ein Ruf, so und so soll heute glücklich sein, nie wieder soll ihm Elend sein. Und an dem Tag wird sich der Iman zeigen, wenn Allah sagt, geht in den Paradiesgarten ein. Ihr und eure Gattinnen, euch wird dort Freude bereiten.
Es ist Schande, dass du 10 oder 20 oder 50 Jahre ohne den Iman lebst. Ohne den Ausweis für das Paradies. Weißt du, was der Ausweis für das Paradies ist? Es ist die Aussage Allahs, geht in den Paradiesgarten ein. Euch und euren Gattinnen ist darin Freude vorbereitet. Damit du aber diesen Ausweis bekommst und damit angesprochen wirst, reicht es selbstverständlich nicht aus, nur im Reisepass als Muslim ausgewiesen zu werden. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bika Allahumma an nubtala min tahtina. Allahumma anta maladuna, Allahumma anta malja'una, Allahumma anta hasbuna, fala takilna ila anfusina tarfata ayn, anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma innana zalamna anfusana zulman kathira, wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, faghfir lana warhamna, wa taghammadna birahmatika wa 'azimi 'afwik. اللهم اشف المرضى منا بشفائك الذي لا شفاء الا شفاءك. اللهم اشف والدينا وخفف عنهم مصابهم. اللهم ايد المسلمين حيث كانوا واكبت اعداءهم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.